Oh, der Typ sieht krass aus. Okay. Let go. Rock'n'Rollin. Jetzt stand Yuma Nistro gegenüber. Dies war das Duell, um zu sehen, wer den letzten Platz im Turnier-Halbfinale gewinnen würde. Oh, das ist der Typ. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Nistro! Es scheint, es ist zwischen dir und mir in dieser Runde. Bist du bereit? Aber na klar. Geschichtstag, Freunde. Ich bin gespannt, was Nistro für ein Deck hat. Der sieht ja schon ziemlich strong aus. Ja! Okay, und da wir das hier jetzt gerade gewonnen haben, gehe ich davon aus, dass wir verlieren. Und ja, ich bin ein abergläubischer kleiner Duellant. Aber bisher war es einfach immer so, dass wenn wir als erstes antreten mussten, weil der Gegner Schere, Stein, Papier gewonnen hat, haben wir gewonnen. Und wenn ich eigentlich den besseren Spot habe mit dem zweiten Platz, weil wir quasi dann angreifen können und eine Karte mehr haben, dann habe ich immer verloren. So, wir haben eine Großramme. Falls dein Gegner... By the way, ne? Nur als kleine Anmerkung. Hey Sifron, guter Zug, gut gespielt. Das hast du echt solide und souverän runtergespielt. Ist ein Ding, was ich noch nie in meinen YouTube-Kommentaren gelesen habe. Nur, löse deine Karten durch. Das tut ja weh, wenn man dir zuguckt. Oh Gott, Alter. Falls dein Gegner ein offenes Monster kontrolliert, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die offene Angriffsposition beschwören. Okay. Das wäre dann aber, wie gesagt, nur um Exit beschwören, weil das Ding hat null Angriff. Das ist ein Kontermonster. Wenn diese Karte auf dem Spielfeld zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst sie als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in die offene Verteidigungsposition beschwören. Nur einmal pro Duell verwenden. Okay. Der will mich beschützen. Dann haben wir noch den Go-Go-Go-Riesen. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Go-Go-Go-Monster in deinem Friedhof wählen, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung in die offene Verteidigungsposition. Dann ändere die Karte in Verteidigungsposition geändert werden. Okay. Gagaga-Blitz, Zauberstab der Wunder. Ja, juckt alles nicht. Wir brauchen diesen Maulwurf für die erste Runde, denn damit hier machen wir nicht wirklich viel. Fels, ja, juckt gar niemanden. Gut. Heroischer Herausforderer. So, direkt in der ersten Runde hat er uns beschützt. Und jetzt holt er sein Exit-Monster. Sehr schön. Heroischer Champion Excalibur, Alter. Heroischer Excalibur. Okay, er haut beide Monster weg. Das heißt, was? Was macht er? Oh, 4000 ATK. Und wir ziehen Spiegelkraft. Ja, moin. Da muss ich jetzt aber mal ganz dringend los, du. Okay, was können wir machen? Wir haben hier Utopia. Den kennen wir ja bereits. Wir haben... Okay, drei Lichtmonster. Alright. Ich habe einen Plan. Go-Go-Go-Riese. Großramme. Und nochmal Großramme. Jetzt ist nur die Frage, wollen wir... Oh, warte mal, den anderen können wir gar nicht holen. Wir können nur Utopia holen. Und dazu opfern wir mal die beiden hier. Utopia, Morphogger. Nummer 39. Utopia ist echt cool, Mann. Wirklich, wirklich cool. Der kann nämlich wiederum... schön Angriffe verhindern, ne? Und den können wir mit Utopia holen. Moment mal, dann würde ich nochmal gerne den Effekt durchlesen.
Oh, nicht davon, sondern hiervon. Monster abhängst. Du kannst ein Exceed Monster abhängen. Sie erhält 500 ATK. Falls du das tust, verliert ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, 1000 ATK. Diese Änderung dauert bis zum Ende des Spielzugs. Du musst 1000 Life Points oder weniger haben, um diesen Effekt aktivieren oder auflösen zu können. Okay. Verstanden. Gut, dann warten wir einfach mal, bis der Gegner uns angreift. Dann aktivieren wir Spiegelkraft und dann bumsen wir den Jungen. Ja, jetzt holt er alles raus, der Junge. Komplette Rhino. Der Nistro geht aber ab jetzt. Heroischer Champ Gandiva. Oh, warte mal, er hat jetzt Effekt von Utopia aktivieren. Nein. Wie wär's mit Spiegelkraft aktivieren? Hä? Ich war die ganze Zeit auf Enter. Okay, keiner der beiden kann mich killen. Da, hier die Exceed-Materialien abzuhängen, war sehr, sehr dumm von ihm. Aber warum konnte ich jetzt Spiegelkraft nicht aktivieren? Da stand Effekt von Utopia aktivieren, ja, nein. Und ich habe Nein gedrückt und wollte die Falle aktivieren. Und das ging dann nicht mehr. Wirf ein Monster ab und wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Es verliert ATK in Höhe der... Okay. So, dann... keine Ahnung, Mann. Battleface oder so, I guess. Nein, ich will den blöden Effekt nicht aktivieren. The fuck? Utopia! Ultra Slash. Möchtest du deinem Gegner ein Monster aus dem Extra-Deck zeigen? Ja, kein Problem. Du kriegst das hier zu sehen. Dann hast du bestimmt einen Nachteil, wenn ich dir das zeige. Oh! Ach so, dann hätte ich ein starkes Monster zeigen sollen, ne? Das ist sowas wie die Karte von Jubel hier. Ja gut, keine Ahnung, warum ich Spiegelkraft nicht aktivieren konnte. Hat der irgendwie so eine Fallenkarte, Immunität oder so? So, ja, machen kann ich gar nichts, ne? Ich kann nur angreifen. Schade. Mit Spiegelkraft hätten wir längst den Gegner ein bisschen wegballern können. Aber gut, der zieht jede Runde ein Monster. Wirf eine Karte ab, zerstöre alle offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert. Ah, offene Monster, okay, verstehe. Ja, moin. So, den Lachs kann man auch nicht überspringen, ne? Den müssen wir jetzt jedes Mal angucken. Ich würde es ja so einstellen, dass man nur die ersten drei Angriffe mit einer Animation sieht und dass das danach dann normal wird. Aber hey! So, Kampfpause. By the way, habe ich jetzt das Gefühl, endlich die Facecam so eingestellt zu haben, dass man alles sieht. Ne? Man sieht die LED hier, man hat so generell noch ein bisschen vom Hintergrund. Wenn ich mal ein bisschen runter gucke, dann ist mein Kopf nicht direkt hier aus dem Bild und hier auch nicht zu hoch. Also ich habe das Gefühl, jetzt haben wir wirklich, wirklich die Position gefunden, die passt. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, dein Gegner kann ein Monster in seiner Hand vorzeigen, um den Effekt dieser Karte zu annullieren. Zerstöre andernfalls das angreifende Monster und beende die Battle Phase. Okay. Ja, das ist eine sehr schlechte Fallenkarte, aber ey. Besser als gar nichts. Gut, dann greifen wir an.
Nein, ich will nicht den Effekt aktivieren, weil der Effekt wäre ja sehr schlecht. Dann würde ich mir meinen eigenen Angriff annullieren. So. Alright, Nistro, mach mal was bitte jetzt. Sonst decken wir aus gleich. Hat der Yuma auch mal Monster in seinem Deck? Wie viele scheiß Zauberkarten hat der Mann? Wenn der Angriff eines Monsters annulliert wird, wähle das Monster. Wähle das Monster, es kann während dieser Battlephase noch einmal angreifen und falls es dies tut, werden seine ATK nur während des Damage Steps verdoppelt. Okay. Doppelt oder nichts, okay. Das gilt aber vor allem für den Gegner, ne? Weil ich ja quasi seine Angriffe annulliere. Das ist gar nicht mal so geil. So, bitte, Utopia, töte jetzt dieses Ding und, ne? Keine Faxen mehr. Ey, die Musik von Yu-Gi-Oh! Ist einfach geil, muss man halt einfach sagen. Joey Wheeler. Oh, Gagaga-Mädchen? Du kannst ein Gagaga-Magier wählen, die du kontrollierst. Stufe. Okay. Juckt keine Sau. Gagaga-Blitz. Wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Und hier können wir sogar noch. Okay. Sehr schön. Gagaga Blitz! Bah! Das hätte nämlich wieder irgendwas gemacht, ne? Irgendwas Ekelhaftes. So, den können wir dann abwerfen, um eine Karte zu ziehen. So, nun greifen wir endlich mal die Life Points an von dem Typen. Es fragt mich halt jedes Mal, ob ich meinen eigenen Angriff annullieren will, ne? Warum habe ich das mit Enter eingeführt, Alter? Wenn ich meine Fallenkarte nicht aktivieren kann, aber mich jedes Mal gefragt werde, obwohl ich gar nichts drücke. Seelenlast. Ich habe schon wieder vergessen, was die beiden Dinger hier können. Oh, wow. Are you sure about that? Warum im Angriff? Warum im Angriffsmodus? XYZ Wiedergeburt. Warum? Okay, wähle ein XYZ in deinem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Alright, das ist schon mal ganz gut. Wir schmeißen das mal auf den Friedhof und ziehen zwei Karten. Dann können wir nämlich das hier machen und dann können wir nämlich das hier machen. Und dann können wir nämlich das hier machen. Blitzeinschlag! Ba, ba, ba! Dann können wir nämlich das hier machen. Und das hier. Und das und das. Ixidro Schokane. So. Und jetzt würde ich sagen. GG, my friend. Du hast lange genug durchgehalten. Nein. Oh nein! Zielgenaue Wache! So, ja. Ich will weiterhin angreifen. Zum Glück haben wir... Was? God damn it. Wenn du ein Monster vom Typ Krieger als Normalbeschwörung beschwörst, kann die Karte... Diese Karte kann nicht als Synchromaterial... Warum kann ich... Ah, verstehe. Ja, hätte ich eh nicht verhindern können. Auch nicht mit doppelt oder nichts, weil mein Angriff nicht annulliert wurde, sondern das Ding einfach nicht per Kampf zerstörbar ist. Aber ja, sehr gut. Jetzt hat er sich nochmal eine Runde weiter gerettet. Gagaga-Wache, Alter. Ja. D
dann, Attack. Oh, warte mal. Ah, ich hätte es umgekehrt machen sollen, wenn der jetzt... Ja, der hat wieder zu viel Def, ne? Ja, war wieder klar. War wieder klar, Alter. Na! Ich drücke doch mit der Maus auf Nein und dann verfehle ich Nein und dann annulliert er wieder meinen Scheißangriff, Junge. Nein! Jetzt hör auf! Ich drücke jetzt nur noch Escape, Alter. Drücke gar nichts mehr mit der Maus, ey. Das ist jetzt wieder so unnötig, hier das Duell verzögern. Bruder, ich habe noch eine Spiegelkraft. Ich habe alles Mögliche. Was auch immer du willst, Alter. Ja, komm. Mach mal. Ich baller dich weg. Ich kann deinen Angriff noch 5-mal annullieren, wenn ich will. Und alle deine Monster zerstören. Na, ich will nicht Utopia aktivieren. Doch, ich will Utopia aktivieren. Weißt du was? Weil du ein Lutscher bist, Alter. Nein. So. Effekt von Gagagawache aktivieren. Nein. So, how about that, huh? How about that? So. Mystischer Raum Typhoon. Sag deiner scheiß Backrow goodbye. Ja, das war nämlich genau wieder so eine blöde Karte, ne? Genau nochmal so eine beschissene... du kannst heute nichts mehr kaputt machen. So, noch 100 Life Points hat er. Ich hoffe, du hast dein Testament gemacht, Nistro. Attacke! Ey, und das war's mit Nistro. Yeah, okay. Ah, ist lange her, dass dein Duell mich so heiß gemacht... Bruder! I'm under 18! Weiß jemand, wie alt Yuma ist? Es sieht auf jeden Fall nicht volljährig aus. Das war großartig! Yuma, ich möchte, dass du das bekommst. Oh! Aber im Gegenzug musst du mir versprechen, dass du in jedem Duell alles, was du hast, gibst. Das ist eine coole Karte. Das ist Excalibur. Deine beste Karte. Sag einfach Danke. Ernsthaft, vielen Dank. Ich werde alles tun, was ich kann, um dich stolz zu machen. Okay, die haben ein cooles Verhältnis, scheinbar. Ja, Champion Excalibur. Und der sieht auch wieder aus wie Freezer. So. Duell des Schicksals. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Shark. In der Nacht vor dem Halbfinale. Okay, Vetrix ist ein Typ. Er sieht im ersten Augenblick aus wie ein Typ, dann bemerkt man aber den langen Rossschwanz, dann denkt man, es ist ein Mädel, aber es ist trotzdem ein Typ. Ha, ausgezeichnet. Alles entfaltet sich wie geplant. Morgen kann ich mit der finalen Phase beginnen und alle Nummern werden bald mir gehören. Ich war gezwungen, Trey, Quattro und Quinto, Quinten, zu verwenden, um mein Ziel zu erreichen, aber ich hatte keine andere Wahl. Jetzt, da sie außer Betrieb sind, werde ich mich an anderer Stelle wenden für Hilfe. Ah. Wie du weißt, wurden die Samen der Finsternis in deinem Herzen während deines Duells gegen meinen Sohn gelegt. Du dachtest, du hättest diese Dunkelheit überwunden, aber das ist falsch. Der Samen wird wachsen, bis er die Kontrolle über dich ergreift. Oh Gott. Wieder dummes Gelaber. Kannst du mich hören? Wow, es ist, als würdest du zu meinem Gehirn sprechen. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Kannst du bitte Kite retten? Mein Bruder wird immer schwächer. Ich möchte ihn retten, aber es ist unmöglich. Ich habe nicht die Macht. Das ist, warum ich dich brauche, um ihn für mich zu retten. Okay. Wenn wir Hart von seinem gegenwärtigen Zustand befreien, gibt es eine Chance, dass er wieder normal zurückkehren könnte. Wo ist denn der? Also er hat uns gerade über Telepathie mit uns gesprochen. Nummer sammelnd, um seinen jüngeren Bruder zu retten. Oh, oh, Dr. Faker? Moment mal. Das ist der Vater von den beiden. Sollte der nicht Vetrix sein? Nee. Vetrix ist der Vater von dem anderen Dude. Aber Dr. Faker hat die doch verraten. Hä? Ich dachte, Dr. Faker wäre jetzt Vetrix. What? Okay.
Ich bin das berüchtigte Genie Dr. Faker. Du bist Faker, ich habe von dir gehört, Mann. Du bist Kites und Arztvater. Das ist richtig, welch ein Vergnügen, den Sohn von Kazuma Tsukumo zu treffen. Und dein Begleiter, die ursprüngliche Nummer. Und warum suchst du die Nummern zu sammeln? Naja, weil jeder hier die Nummern sammelt, oder? Jeder will den Scheiß haben. Okay, und was weißt du von Barian? Gar nichts, Mann. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ich stimme zu, die Astralwelt für die Barians zu zerstören. Was? Die Astral... Was? Ich stimmte zu. Ach so. Die wollten also die Astralwelt zerstören. Ha. Warum? Dann kann ich die Erde erobern und sie beherrschen. Natürlich, die Erde erobern und sie beherrschen, wenn man die Astralwelt zerstört. Warum auch immer das funktionieren soll. Du hast Kite gezwungen, einen Nummerjäger zu werden, nur damit du Macht bekommen konntest. Kite und Hart sind beide schon am Leiden wegen dir. Wie kannst du nur deine eigenen Kinder auf diese Weise behandeln? Das Wohlbefinden meiner Söhne bedeutet nichts im Vergleich zu der Macht in meiner Reichweite. Ich werde gerne jeden ausliefern, um solch eine Macht zu gewinnen, wie ich es mit deinem eigenen Vater Kazuma gemacht habe. Ein wahres Genie wie ich kann nicht zulassen, dass kleinere Geschöpfe in meinem Weg stehen. Du musst immer noch an mir vorbei. Das wird einfach werden. Du bist für die Zerstörung vorbestimmt, Yuma. Auf die gleiche Weise, wie Astralwelt dem Untergang geweiht ist. Okay. Alright. Wir kämpfen jetzt gegen Shark, der uns nichts mehr zu sagen hat. Scheinbar. Alright, let's go. Go, 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 Golem. Go, 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 Golem. Goldene Form. Alter, wie cool sind diese Namen? Go, 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 Goram. Zeit für ein Duell mit Go, 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 Goram. Falls diese Karte beschworen wird, ändere die Kampfposition dieser Karte. Was? Falls diese Karte auf dem Spielfeld zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, lege ein Go-Go-Go-Monster von deinem Deck auf den Friedhof. Okay. Das heißt, ich kann das Ding nur normal... Achso, hier, ne? Im Angriff beschwören, dann geht's in die Death. Allerdings habe ich ja noch Waboku. Während der Battle Phase aktiviere diesen Effekt. Wähle ein Monster auf dem Spiel, kann durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden. Du erhältst während der keinen Kampfschaden. Okay, also das ist Waboku 2. Wir haben Waboku und Waboku 2. Das hat ein Fragezeichen als Angriff. Kann nicht als normal beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschworen von deiner Hand beschworen werden, indem du ein Go-Go-Go-Monster als Tribut anbietest und nicht als andere Art beschworen werden. Die ATK dieser Karte werden gleich dem Doppelten der Grund-ATK des Tribut angeboten. Kampfschaden, den dein Gegner aus dem Angriff in diese Karte beteiligt ist, wird halbiert. Einmal pro Spielzug. Während des Spielzugs deines beliebigen Spielers, falls ein Monster-Effekt auf der Spielfeldseite deines Gegners aktiviert wird, diese Karte verliert genau 1500 ATK und falls ihr das tut, annulliere einen Angriff. Lol. Okay. Ach so, ich muss das da opfern. Dann hätte ich irgendwie 4000 Angriff oder so. Bis ein Effekt aktiviert wird. Dann wiederum nicht. Oh no. Nicht der mystische Raum-Taifun. Nein. Okay. Der Speerhai. Ja, ja. Die Battle Phase läuft. Zack. Und da kommt die undurchdringliche Angriff-Dingens-Gedöns. Genau. Wähle ein Monster auf dem Spielfeld. Es kann nicht zerstört werden. Und zwar das da. Oder macht Pierce Damage? Wow. Okay, not bad. Gut, dann machen wir das da. Zack.
Jetzt haben wir 4600 ATK. Zählt das als Grund-ATK? Könnte ich das jetzt nochmal verdoppeln? Das wäre ja der Ultra-Kill, ne? Dann beschwören wir das Ding hier noch. Und, ich würde sagen, wir greifen jetzt einfach mal an und dann holen wir Utopia, weil... Nein! Als ob er ein Dimensionsgefängnis hat. Was ein Schurke. Ja gut, Utopia wäre auch aus dem Spiel gewesen, also von daher macht es keinen Unterschied. Als ob. Okay, wow. Ja, da kann ich gar nichts mehr machen. Holy shit. Ich hätte jetzt ihn angegriffen, hätte gut Damage bekommen und da, also er hätte gut Damage bekommen und dann hätte ich in der zweiten Main Phase Utopia geholt für den Death, whatever. Oh Gott. Okay. Es gibt kein Monster, was du beschwören kannst. Leider kann ich nichts mehr machen. Ich hab verloren. Alter, das Dimensionsgefängnis. Das war viel zu stark. Holy shit. Ultra Fusion. Ja, da kommt der Heidrache, Alter. Hi, Drache! Na? Jetzt habe ich noch 400. Und jetzt ballert er mich weg. Ja. Holy Banoli, Alter. Meine Güte. Okay, da konnte ich gar nichts machen. Fifi, du hättest den Runde shut the fuck up. Lil Birch. So. Let's go. Das könnte ein bisschen härter werden, ne? Let's do that shit. Okay, wir haben Gold Goblin Burg. Das ist ein Krieger. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster der Stufe 4 oder niedriger Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Zusätzlich ändere danach die Karte in die Verteidigungsposition. Okay. Das ist sehr gut. Das ist actually sehr, sehr gut. Oh ja. Den behalten wir uns noch. Wir holen Utopia. Ey, ich bete einfach nach Bethlehem und zurück, dass der Junge jetzt nicht wieder diese beschissene Fallenkarte hat. Nein, du bist doch ein Assi, Alter, das gibt's nicht. Jetzt drücke ich auf Enter. Ey, Leute, das ist so zum Kotzen. Ich brauche die Switch-Version. Das ist so zum fucking Kotzen. Ich wollte gerade auf Enter drücken, falls er gleich eine Falle aktiviert, dass ich noch drauf reagieren kann. Aber Enter ist auch bestätigen, dass Utopia seinen eigenen Angriff fucking abbricht. Ey, das ist so dumm, Mann. Dass das dieselben Tasten sind. Es ist alles dieselbe Scheiße. Das ist so dumm. Man verklickt sich so oft in diesem Spiel, weil die Tastenwahl so grottig kacke ist, Mann. Ohne Witz. Wir brauchen wirklich die Switch-Version, Alter. So schlecht. Wie oft missklicke ich in diesem Spiel? Also hat das mal einer gezählt? Ja, da kommt jetzt der Aquajet, ne? Ja. Was du aber vergessen hast, ist, dass ich nochmal ein Monster abhängen kann. Warte mal, warum genau wurden wir jetzt zerstört?
Och, come on. Dann verlieren wir jetzt schon wieder, oder wie? Das ist doch jetzt schon wieder... Oh. Meine Fresse, Alter. Also ohne Witz. Oh, wir kriegen Dimensionsdingens. Gefängnis, okay. Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Mann. Also die Missklicks, ne? Die Missklicks sind wirklich räudig, Mann. Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Es erhält bis zur nächsten Standby-Phase 1000 ATK und Death. Okay. Go-Go-Go-Geist. Falls diese Karte durch Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Go-Go-Go-Golem in deinem Friedhof wählen. Beschwöre das Ziel als Spezialbeschwörung in die offene Verteidigungsposition. Okay. Wir machen das mal folgendermaßen. Wirf ein Monster ab und wähle ein offenes Monster auf dem Spiel. Es verliert ATK in Höhe der Grund-ATK des abgeworfenen Monsters. Okay. Wenn das Ding auf den Friedhof geht, dann können wir eine ziemlich nice Combo machen. Aber gucken wir einfach mal, was Shark jetzt tut. Gefahr aus dem Wasser. Okay. Oh no. Ja gut, ich meine, der Putzer kommt sowieso nicht durch uns durch. Na, da kann er machen, was er will. Ja, ja. Erstmal 600 Dingens verlieren. So, und jetzt holt er seinen tauchfähigen Aerohai-Träger. Hat er die blöde Zauberkarte? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass da drüben ist ein mystischer Raum-Taifun. Ist nur so ein Gefühl. Gut, let's do that. Wir aktivieren. Den Effekt. Und holen! Go, 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 Geist! Okay, jetzt ist die Frage. Wir special summonen Utopia. Mit den beiden. Ich glaube nicht, dass sein Monster Angriffe annullieren kann. Zack, wir setzen mal die Karte hier. Dann gehen wir auf den heulenden Wind. Ist eigentlich unnötig, aber ich will in dieser Runde gut Damage machen. Könnt ihn auch so zerstören. Da kommt das dreckige Dimensionsgefängnis. Ja, siehst du? Ansonsten wäre jetzt Utopia flöten gegangen. Und genau deswegen war die Karte eben doch gut. Denn Utopia ist definitiv wichtiger als dieser Goblin. Oder was auch immer das war. Ja, ja, es war der richtige Play. Fifi, Mann! Richtig guter Play da in Runde 5. Ey, danke, Mann. High five. Meine Community ist ja doch nicht scheiße auf YouTube, Alter. So, ja, wir aktivieren mal. Gar keinen Bock auf deinen Angriff. Weil dann habe ich null Angriff. Hoho! Ich habe aber noch relativ viel... Das Ding ist, er kann einfach suiciden, ne? Aber, wisst ihr was? Wenn wir schon gleich weggesnackt werden, dann machen wir das doch so. Wir können sogar Utopia mit der Wiedergeburt wiederholen. Jetzt können wir nämlich richtig Damage reinballern. So, die XYZ-Wiedergeburt, das ist super. Warum können wir den Effekt nicht aktivieren? Ich würde gerne mehr, 500 ATK mehr. Moment,
Du kannst ein XYZ-Material von dieser Karte abhängen. Sie erhält 500 Artika. Falls sie das tut, verliert ein Monster den Gegner. Ja, genau. Das, 1000, 1000 LP oder weniger, da war ja was. Haha. Geil. Gut, dann frisst du wenigstens Damage. Dann wäre das jetzt nicht nötig gewesen, aber okay. Oh Gott, Alter. Genau, er kriegt Schaden, aber wir haben jetzt null Angriff. Das ist ein bisschen scheiße. Ein kleines bisschen. Die Frage ist, wir haben jetzt hier einen Vierer. Könnte ich jetzt einfach wieder theoretisch so ein Special summonen und dann... Nein. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht ein Utopia zwei Monster der Stufe 4? Ist das kein Monster der Stufe 4? Und warum kann ich damit nicht in die Verteidigung... Ah, weil der Effekt... Ja. Yeah. Das wird gleich richtig schmerzhaft. Das wird richtig schmerzhaft gleich. Okay. XYZs haben Ränge und keine Stufen. Jallil. Das ist ja mal eine lustige Information, Alter. Alright. Dann holen wir den. Geht in die Verteidigung. Special Summonen Utopia. Oder? Was kann eigentlich der andere Junge? Hat der einen besseren Effekt? Genau, führe diesen Effekt aus, abhängig von der derzeitigen Kampfposition. Angriff, falls diese Karte in deinem Spiel, in diesem Spielzug ein Monster deines Gegners angreift, erhält sie nur während des Damage Steps 1000 Artika. Zusätzlich verliert das Monster deines Gegners 500 Artika. Okay, wir hätten dann 2500 und der Gegner hätte 2400. Verteidigungsposition, füge deinem Gegner 800 Schaden zu. Okay, das ist tatsächlich die bessere Karte. Anstelle von Utopia. Gagaga, Cowboy. Howdy, Partner. Alright. Angriff. So, der hat nämlich 2900, ne? Das reicht nämlich auf 100 Artika. Hallo? Ach, in der... Okay, okay, in der Battle Phase. Okay, okay, alles gut. XYZ Wiedergeburt. Jetzt knallen wir komplett raus, Alter. So, wir holen Utopia. Ich traue Utopia mehr als dem anderen Utopia. Außerdem können wir hier noch einen Angriff verhindern. So, ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich vertraue auf... den Cowboy. Nein. Oh, shit. Skrrra. Alright, das war sehr gut. Das war ein guter Zug. Okay. Schocktopus. Uff. LOL, 100 Life Points. Ey, Sefi, richtig gut gespielt. Ich habe deinem Video einen Daumen hoch gegeben. Ja, Mann.